Hallo meine Lieben und willkommen zu einem Live-Video. Ich bin der Julian, ich bin am Start. Ja, der Julian ist wieder mit dabei, denn heute gibt es wieder ein neues Video unseres legendären neuen Formats. Wie heißt das denn, Bianca? Das denken Jungs wirklich über Mädchen. So sieht's aus. Und genau das gegenteilige Video gibt's beim Julian auf dem Kanal. Ich bin der Julian. Und natürlich am Anfang wieder die Frage, wenn euch dieses Format gefällt und ihr mehr solcher Videos wollt, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben zum Beispiel. Aber wirklich, das müssen wir wahrnehmen. Zum Beispiel darauf stehen Jungs oder Mädels beim Date oder so machst du sie dir klar oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten noch. Jetzt geht's los und zwar... Wenn du mehr als 150.000 Likes schaffst, ziehe ich im nächsten Video diesen Hut an. War wirklich? Das ist dein komplettes nächstes Video? Weiß ich noch nicht. Komm, hau rein. Als 200.000. Ich habe jetzt mal die Jungsmeinungen rausgesucht und du musst jetzt mal als Experte sagen, was du dazu sagst. Erster Punkt. Nee. Mädchen haben einfach was ganz Tolles an sich und wir können immer ein tolles Gespräch mit ihnen führen. Jungs können sehr stolz sein, dass sie Mädchen haben. Was, das denken die, ja? Also die Jungs denken so, ey Jung, ich bin froh, so ein Mädchen an der Seite, ja, die sind froh, die freuen sich. Freust du dich auch, dass du immer manchmal reden die auch mal einen Tick so viel. Aber so im Allgemeinen würde ich dir ein Däumchen nach oben geben dafür. Ich hätte nie gedacht, dass die Jungs so liebe Sachen unter deinen Post schreiben, ganz ehrlich. Ich auch nicht gedacht. Da draußen gibt es auch noch gute Jungs. Okay, weiter geht's. Hallo, ich bin einer. Hi, Julian. Und ich habe einen Hut. Zweiter Punkt. Mädchen sind viel ordentlicher und offener als Jungs. Schon wieder so ein guter Punkt. Die hören gar nicht mehr auf. Ja, das sind ja jetzt zwei ziemlich verschiedene Punkte. Ich weiß. Ordentlicher auf jeden Fall. Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Dass du das bestätigst, die dreckigste Frau, die ich jemals gesehen habe. Der Körper ist zwar sauber, aber das Zimmer, was hat das jetzt mit offen zu tun? Ja, das hat er halt einfach zusammen einen Punkt. Da gibt einen Schrägen. Einen Schrägen. Findest du nicht das offen? Wieso sind denn Mädchen offener? Nee, also Jungs sind offener. Findest du? Es kommt auf die Situation ab, da gibt es einen Schrägen. Was sagt ihr, sind Jungs offener? Ja, schreibt es in die Kommentare, ihr dürft natürlich immer mitreden. Jetzt kommt auf jeden Fall der dritte Punkt und zwar, Julian, ich bin Julian. Pass auf, was deine Community da draußen in die Welt wirft und zwar, Frauen gehören in die Küche, Ende aus, Ausrufezeichen. Ja, aber wahrscheinlich auch die meisten Daumen hoch oder so. Das stand auch sehr weit oben. Das ist so eine Assi-Gesellschaft da teilweise. Nee, also ich finde, sagen wir mal, ganz freundlich, ich finde es auch schön, wenn Frauen kochen können, aber natürlich ist es, sagt man es nicht. Man sagt es nicht, man denkt es überhaupt nicht. Frauen gehören nicht in die Küche. Ich finde es genauso cool, wenn ein Mann in der Küche ist. Ich stehe auch immer in der Küche, okay, wenn du dir mein Mahl rein zwitscherst. Nö, da gibt es einen Daumen runter, ganz klar, muss ich sagen. Aber trotzdem ist es eine super schöne Sache, wenn die Frau einen mit einem schönen Mahl beglücken kann. Frauen gehören nicht in die Küche. Das ist natürlich ein Daumen runter, bevor ich hier als frauenfeindlich abgetempelt werde. Also pass auf, jetzt hör zu. Frauen sind einfach praktisch. Wir Männer wüssten ohne sie noch nicht mal, wie man den Geschirrspüler betätigt. Ja, schon ein bisschen. Ja, das ist total reduziert einfach. Ja, wir brauchen Frauen, weil die müssen bestimmte Sachen machen, die wir Männer nicht können. Sonst sind die einfach nur unbekannt. Nein, dann habe ich schon wieder falsch verstanden. Frauen sind einfach praktisch, wie so ein Gegenstand, wie so ein Flaschenöffner oder so. Ach, okay, okay, ich nehme alles zurück. Nee, Frauen sind natürlich nicht, also schon praktisch. Was soll ich jetzt auch sagen? Ich stecke gerade in einer Zwickmühle. Ich muss mich immer rausreden, ne? Ihr haut die blöden Kommentare raus und ich krieg einen auf den Deckel. Nee, also ich finde es natürlich super. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, wie eine Waschmaschine angeht. Es geht um einen Geschirrspüler. Oh, ist doch dasselbe. Ich finde es super, dass du da so fit drin bist. Ja, ich gebe einen Daumen runter. Frauen sind nicht praktisch, sie sind einfach nur spitze. Oh, wie süß! Nee, das wollte ich jetzt so aber auch nicht drehen hier. Mädchen denken entweder zu schlecht oder zu gut über sich. Zu schlecht oder zu gut, das denken wir Jungs also. Die haben also quasi immer eine falsche Selbstwahrnehmung. Ich sage, dass fast alle Frauen immer zu schlecht über sich denken. Ja? Ja, auf jeden Fall. Ich bin zu dick, das sieht nicht gut aus. So selbstkritisch. Glaubst du, Jungs sind nicht so selbstkritisch? Doch, doch, aber das war jetzt nicht die Frage. Musst du auch aufpassen. Ihr müsst nicht so selbstkritisch sein. Ich bin voll der Frauenflüsterer. Der Frauenflüsterer. Ich gebe meinen Daumen hoch. Komm.
kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar lautet der: Alle Jungs sagen immer, Frauen können nicht Auto fahren und nicht einparken. Das finde ich gar nicht. Ich finde, die meisten Frauen können sogar sehr viel besser parken und fahren als Frauen, Männer. Pass auf, ich gebe einen Schrägen und wir treten mal irgendwann im Autofahren gegeneinander an. Im Einparken. Wir machen mal eine Einpark-Challenge. Leute, habt ihr Bock, dass wir mal gegeneinander eine Einpark-Challenge machen? Boah, da brauchen wir immer noch ein Auto, was wir schrotten können. Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf dieses Video habt. Nein, ich mega Bock drauf. Und dafür gebe ich jetzt einen Schrägen. Boah, Julia, ganz ehrlich. Ich behaupte mal, wir können gleich gut fahren. Aber was behauptest du, ja? Nächster Punkt, den Jungs und Männer anscheinend über uns Frauen denken. Frauen suchen nur Jungs bzw. Männer mit sehr viel Geld, um sich wieder 19.999 neue Paar Schuhe kaufen zu können. Ist das so? Sind wir Frauen so aufs Geld aus? Das ist doch voll das Klischee. Das stimmt doch gar nicht. Die Bianca zum Beispiel würde sich niemals Schuhe kaufen. Ich denke schon, es ist cool für Frauen, natürlich auch für Männer andersrum. Ja? Ich würde ja nichts sagen, wenn jemand sich das leisten kann. Ja. Aber es ist keine Voraussetzung für eine Beziehung. Auch wenn das manchmal ausgenutzt wird. Du solltest Therapeut werden. Sachbearbeiter. Aber ich gebe einen Daumen runter, weil ich an das Positive in der Menschheit glaube. Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wir rasen hier von A nach B. Und zwar lautet dieser: Mädchen sagen nie einfach das, was sie denken. Viel zu kompliziert. Ich werde sie niemals verstehen. Was sagst du? Ja, also im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass Jungs so denken. Ja. Dass das Mädchen manchmal etwas schwerer sind zu verstehen. Du fasst aber sehr gut auf, dass du dich vor dir die Teufel hier neben mir sitzen. Jetzt auch wieder, da waren deine Jungs wieder äußerst charmant und amüsant. Und zwar hat da jemand gesagt: Mädels sind ohne Schminke einfach potthässlich. Nicht wie wir Jungen, wir sind die wahren Naturschönheiten. Naturschönheit. Recht hat der Junge! Ein Scheiß. Der denkt sich, die müssen sich immer schminken, die Ollen. Die sind ja, die wollen aber ein bisschen provozieren, die Jungs. Ja, ne? Ich glaube auch. Die waren ein bisschen provocated heute. Die wahre Schönheit liegt unter der Schminke. Sagst du, es geht nicht um Schminke? Nee, stimmt natürlich nicht. Ich zum Beispiel mir gefällt es mir doch ohne Schminke. Ich glaube, das ist einfach so von den Medien und immer so vorgegeben. Alle Frauen laufen immer geschminkt rum und dann sind natürlich ansatzweise perfekt und schön. Und wenn man sich dann abschminkt, dann sieht man natürlich anders aus. Ja, gut. Ja. Ich würde mal gerne wissen, wie ihr euch fühlen würdet, wenn das von Anfang an andersrum gegeben gewesen wäre, dass Männer sich immer schminken würden und wir einfach so rausgehen könnten. Finden wir vielleicht auch nicht immer cool. Ja, dann schmink dich doch halt einfach nicht. Das sehe ich aber nicht so gut aus. Aha! Gleich nach dem Video. Da hagelt's Fäust. Gleich geht's ab. Jetzt sind wir auch schon. Ja, wir sind bei dem letzten Punkt. Nee, weißt du was? Egal wie der Punkt ist, ich stimme ihm zu 100% zu. Scheiße, das hast du nicht gesagt. Was denn? Man kann es ihnen nie recht machen. Egal was man macht und sagt, es ist einfach immer falsch. Ach Quatsch, das sind diese ganz einfachen Klischees immer. Blibla blub, Frauen sind kompliziert, Männer sind einfach, man kann es ihnen nie recht machen. Ich gebe jetzt einfach mal einen Daumen runter, weil ich der Meinung bin, es ist einfach easy, wenn man gut kooperiert. Was machst du da, Julia? Jeder. Bestimmt ist irgendwer immer noch sauer, weil ich irgendwas Falsches gesagt habe. Wenn ja, es tut mir leid. Aber ihr könnt ich ja auch Frauen gleich super mal gerne. Ihr könnt gleich ja auch mal gucken, wie ich mich schlage, und zwar in Julians Video. Das verlinken wir natürlich jetzt gleich am Ende. Es sind echt sehr gegensätzliche Sachen bei rumgekommen und ich weiß nicht, was sich da draußen manche Jungs denken. Aber es besteht auch noch Hoffnung. Die ein oder andere Liebe-Aussage war auch noch dabei. Und ich bin jetzt mal gespannt, was du da so rausgefischt hast. Ich glaube, da ist nämlich auch nicht alles Honig. Guckst du hier, guckst du dort. Genau. Hier verlinkt, also unbedingt gleich vorbeischauen. Und unbedingt für die Daumen hoch-Challenge. Ja, für die Autofahr-Einpack-Challenge, Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir hier schon. Das ist die spontanste Idee überhaupt, ne? Mega geil. Ich weiß nur nicht, welches Auto wir dafür nehmen sollen. Ich habe noch ein Auto für uns übrig. Wenn ihr mehr von diesen Videos hier wollt, zeigt uns das auch mit einem Daumen nach oben und tauscht euch in den Kommentaren aus. Und wir sehen uns jetzt hoffentlich alle hier bei Julians Video. Das denkt Mädchen über Jungs. Richtig. Für alle, die über das Handy dabei sind, auch nochmal in der Infobox verlinkt. Die ersten Zeile. Damit sagen wir tschüss. Wir haben euch alle ganz doll lieb. Hier kann man kostenlos abonnieren. Oh, das habe ich ganz vergessen. Hier kann man kostenlos abonnieren. Ja, danke. Würde ich mich sehr freuen.